Ja, Leute, los geht's mit dem Jahresrückblick Teil 2. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, schaut ihn am besten vorher an. Ja, wo soll ich weitermachen? Ja, wer meinem Kanal schon länger folgt oder den Jahresrückblick letztes Jahr gesehen hat, weiß, dass ich letztes Jahr den Seppo kennenlernte. Und dieser hat sich dann dieses Jahr auch ein Biobike geholt. Und wir waren öfters in Kontakt, haben dann beschlossen, auch zusammen mal im Bikepark zu fahren. Ganz ehrlich, er hat auch mit seinen Bewertungen des Giant E-Bikes, das er ja fährt, auch dazu beigetragen, dass ich mich auch dafür entschieden habe. Nochmal danke an dieser Stelle. Ja, und dann sind wir in die Bikeparks. Also zuerst nach Green Hill, den ich ja schon lange auf der Liste hatte und nie geschafft hatte. Und ja, es war geil, war ein Megatag und schaut es euch an. Danke auch nochmal an Jonas fürs Ziehen über den Tropp. Wer nicht warten will, bis mein Video kommt, kann ja schon mal bei Seppo auf dem Kanal vorbeischauen. Ja, schon ziemlich kurz nachdem wir in Green Hill waren, sind wir eigentlich auch schon im nächsten Bikepark gestartet. Dieser war dann Bärfelden, auch ein mega geiler Park, kleiner Park, war ich schon einmal gewesen vorher und hat einfach nur Laune gemacht. Und schaut selbst, das Video gibt es sogar schon, oder besser gesagt zwei. Warten wir erstmal, bis der auf der Nase liegt. Ja, scheint zu gehen. Also es geht. Ja, aber was soll ich sagen? Seitdem sind wir nicht mehr dazu gekommen, zusammen zu fahren, der Seppo und ich. Wir wollten auch schon oft mal eine E-Bike-Tour machen. Ich hoffe, das ergibt sich in 24 dann mal. Ja, wir werden sehen. Ja, hier ging es dann weiter. Ja, zwischendurch muss ich auch mal arbeiten. Ich habe das Glück, dass ich öfters mal unterwegs bin und mein Fahrrad mitnehmen kann. Und so war ich dann auch ein, zwei Mal am Flowtrail Feldberg und konnte dort fahren, was auch mega Spaß gemacht hat und ich dann auch mal das E-Bike endlich mal etwas besser testen konnte. So, Flowtrail Feldberg, die erste mit E-Bike und Sicherheitsschuhen. Ja, was soll ich sagen? Jetzt habe ich ein E-Bike und komme besser den Berg hoch, also muss ich dies auch mal in Saarbrücken testen. Und das kommt jetzt. So, auf geht's in den Shooter. Hallo. Servus. Fangt ihr gut an her. Ja, Leute, aber dies hier soll ja kein E-Bike-Kanal werden. Es wird zwar immer mal wieder etwas Content mit dem E-Bike kommen, aber es soll jetzt nicht ein reiner E-Bike-Kanal werden. Auch wenn ich mich so langsam immer mehr an das E-Bike gewöhne. Aber wir sind dann auch nochmal nach Ottweiler. Wir, das sind der Kaba und ich, und haben dort einen geilen Tag verbracht. Und ja, also Flowtrail Ottweiler ist auch immer eine Reise wert, wenn man nicht zu weit hat für dorthin. Ja, aber dann passierte es wieder, dass ich beruflich unterwegs war. Ich konnte danach nach Stromberg fahren, hatte leider meine GoPro vergessen, auch sonst keine Kamera mit, beziehungsweise kein Chest-Mount, nichts mit, um sie zu befestigen. Bin dann ohne Kamera gefahren und als ich so eine Zeit am Fahren war, habe ich den Björn, auch bekannt als Gookie, getroffen, mit ihm erzählt, ein paar Minuten später registriert, dass Leo Kast dabei war. Der ein oder andere von euch wird ihn sicherlich kennen. Ja, was soll ich sagen? Wir sind dann noch eine Runde zusammengefahren, war echt cool. Und ja,
Hab's auch als Statist in Leos Video geschafft. Immerhin etwas. Ja, was soll ich sagen? Es kamen ein, zwei Dinge zusammen nach diesem Treffen. Und zwar wollte ich mit Björn mal wieder zusammenfahren. Wir dachten eigentlich an Stromberg. Die Woche drauf hat es leider nicht geklappt, weil Björn in Urlaub gefahren ist. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass er genau wie ich auch nach Saalbach fährt. Am Abend vorher habe ich dann auf Instagram gesehen, dass er in Saalbach ist, den angeschrieben. Wir haben uns in Saalbach getroffen und sind auch da zusammengefahren. War mega cool. Ich war wie geplant mit Erich nach Saalbach gefahren und habe mich ja dann dort, wie gesagt, mit Björn getroffen. Und ja, Wetter war dieses Mal nicht so toll, aber Spaß hat's trotzdem gemacht. Nachdem wir uns beim schlechten Wetter fast zwei Tage nur auf Panorama und Monte Trail bewegt hatten, war am letzten Tag das Wetter besser. Wir sind auf die Blue Line und die Pro Line gegangen und danach noch an Airbag und ich bin dann auch noch eine kleine Runde auf der Z-Line gefahren. Von der wird es ein separates Video geben. Ja, was soll ich sagen? Außerdem war ich natürlich noch in Mehring des Öfteren. Ist ja einer meiner Lieblingsspots. Davon habe ich aber schon genug Videos online. War auch das erste Mal in Lac Blanc mit Erik. Das war auch super geil. Muss auf jeden Fall dieses Jahr, also 24, wiederholt werden. Mehrfach. Also war mega. Erste Abfahrt. Mal was Grünes und dann mal steigern. So, der Plan gerade. Ja, was soll ich sagen? Nach Lac Blanc stand ein weiteres Highlight auf dem Programm. Und zwar gab es ja seit dem Frühjahr oder Mitte des Jahres legale Trails in Eberbach. Und die offizielle Eröffnung stand aus. Ich wollte unbedingt zum Opening hin. Samstags habe ich es nicht geschafft, bin dann sonntags hin, mit dabei war der Kopi und da hatten wir einen mega Spaß. War einfach nur geil. Eberbach ist einfach nur geil für Leute, die auf Enduro-Trails stehen. Geil bis jetzt. Ja, und weil es so geil war, bin ich eine Woche später direkt nochmal hin. Diesmal war der Jay dabei. So, again Bikeland Eberbach. Heute mal wieder hinter Jay. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Da ist er. Ich hoffe, man sieht ihn. Und los geht's. Und los geht's, genau. Gucken wir mal, ob ich hinterher komme, ohne zu sterben. Ja, nachdem ich jetzt zweimal in Eberbach war, stand das erste Mal Heidelberg für mich auf dem Programm. Mit dabei der Jay, der Phil von Trailtales wieder dabei, der eine oder andere von den Trailstürmern und der Bato, der in Zukunft auch einen Kanal haben wird, habe ich gehört. Der erste Abhüll. So viel zum Thema OTB. Ja, auch wenn es nicht so aussieht, hat Heidelberg eine Menge Spaß gemacht, aber es war natürlich noch nicht das Jahresende, auch wenn die Tage schon immer kürzer werden, aber ja, was will man machen? So kam es dann auch, dass ich nach diversen Runden zu Hause im heimischen Wald mich mit Erik verabredet hatte, um nach Hoxberg zu fahren. Benny wollte auch kommen. Ja, zum Schluss kam es ein bisschen anders, nämlich Erik musste absagen, Benny war trotzdem da, sind dann zu zweit mit den E-Bikes eine Runde am Hoxberg gefahren, war auch einfach nur cool. Auch wenn das Wetter da nicht ganz bombastisch war, aber ja, man kann auch bei feuchten Bedingungen fahren.
So, erst einmal Chainsaw 2.0. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ja, Leute, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist schon Mitte Oktober, aber es gibt doch noch das eine oder andere, was zu erwähnen ist. Zum Beispiel, dass kurz vor Ende der Saison an meinem Heimspot, dem Float-3-Landstuhl, ein neuer Sprung gebaut wurde. Den musste ich natürlich noch testen und bin deshalb hingefahren und habe mir das angeschaut. Ja, wie gesagt, das Ende der Saison stand an, einer nach den anderen Spots machte zu. Und so kam es dann auch, dass wir am letzten Tag, an dem Stromberg noch offen war, nochmal hingefahren sind. Mit dabei war der Frenge und noch ein, zwei Leute, die er kannte. Und ja, was soll ich sagen? Nicht das perfekte Wetter, aber es hat Spaß gemacht. Unheimlich viel Spaß. So. Abschnitt 3, die erste. Ja, aber was soll ich sagen? Alle Spots haben doch noch nicht zu und so kam es, dass am 21. November der letzte Tag am Erbeskopf war und ich war noch nie dort. Der Kaba hat gefragt, ob ich nicht Bock hätte mitzukommen. Der Patrick und der Kai sind auch noch mit und dann haben wir einen geilen Tag verbracht. War einfach nur Hammer. Try the red. Kann auch vorfahren. Der Vorfall ist egal. Ah, ja. Sollte mal gucken, dass man auf dem Draht bleibt, dann geht's. Ja, und wie es oft so ist, trifft man auch noch zufällig Leute, die man kennt. In diesem Fall den Malefitz, den ich ja Anfang der Saison in Landstuhl kennengelernt hatte. War einfach cool, mal wieder mit ihm zu fahren. Ja, da sich die Saison dem Ende neigt und jetzt so ziemlich alles zuhört, was irgendwie öffentlich ist, haben wir uns entschieden, nochmal im Pfälzerwald Fahrrad fahren zu gehen. Wir sind an die Kalmit. Wir, das sind in diesem Fall der Jay Nachtsmann und zwei Trailstürmer. Ja, sind wir in der Kalmit ein bisschen gefahren. Ich war mal wieder die faule Sau mit dem E-Bike, aber was soll's, es hat Spaß gemacht. Das Wetter war zwar nicht das Beste, aber eigentlich war es optimal, um die neue Kamera zu testen. Ich habe mir nämlich die Insta360 Ace Pro zugelegt und wollte hier mal die Lichtverhältnisse checken, wie die so rüberkommen mit dieser Kamera. Ja, was soll ich sagen? Weil es so schön war, bin ich dann noch zweimal nach Heidelberg. Einmal mit Marc und Bato und einmal noch mit Marc und Thomas von den Trailstürmern. Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach geil in Heidelberg. Macht Spaß und der Weg lohnt sich. Okay. Hallo. Ich bin bereit. Ich nicht, aber macht nichts. Ändert sich eh nicht. Keine Option. Oh.
Ja, aber so langsam neigt sich das ja wirklich immer mehr dem Ende zu. Und so sind wir dann kurz nach Weihnachten noch auf die Idee gekommen, wir könnten ja auch mal was anderes machen als Mountainbiken. Und sind dann zusammen Kartfahren gegangen. Waren 7 Leute, von denen 6 Kart gefahren sind. Thomas war leider etwas angeschlagen. Ja, was soll ich sagen? Es war geil. Wir sind ein kleines Rennen gefahren. Ich bin knapp hinter den führenden 2 ins Ziel gekommen als letzter. Hey. Aber was soll's, es hat Spaß gemacht. Ich habe nicht die langsamste Zeit gefahren, also immerhin ein kleiner Erfolg war da. Ja, Kartfahren war ich schon das ein oder andere Mal. E-Kart war das erste Mal. War schon ein bisschen komisch, dass das Motorengeräusch komplett fehlt und man fast nichts hört. Ja, aber irgendwie geil war es trotzdem, vor allem der Boost-Button. Ja, schreit nach Wiederholung. Ja, 10 Minuten Training und 20 Minuten Rennen ist schon anstrengend. Aber es ging doch deutlich schneller vorbei als vermutet und erwartet. Ja, aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht und das war die Hauptsache. Ja, aber wer jetzt schon denkt, dass kurz nach Weihnachten das Mountainbike-Jahr dann schon zu Ende ist, der ist auf dem Holzweg, denn am 30.12. hatte der Bikepark Bärfeld nochmal auf und der Kaba und ich haben kurz entschlossen, dass wir da hinfahren und sind dahin gefahren auf eine Matschparty, die aber trotzdem richtig Laune gemacht hat. Ja Leute, was soll ich sagen? Es ist der 30.12. und ich bin im Bikepark in Bärfelden. Es geht gerade das erste Mal hoch. Wird bestimmt mega. Letzter Tag im Jahr, Bikepark. Wahnsinn. Also vorletzter Tag im Jahr, aber letzter Bikepark-Tag im Jahr. Einfach nur mega. Hoffentlich wird es so geil, wie ich erhoffe, aber was soll dagegen sprechen? Alter, war das geil! Ja Leute, das war mein Mountainbike-Jahr 2023. Ich hoffe, ihr verfolgt das auch 24 weiter. Schauen wir mal, wo es mich überall hin verschlägt. Bisher ist noch nicht so viel geplant. Ich lasse noch viel auf mich zukommen. Schauen wir mal, wo es überall hingeht. Aber ich denke, es wird einiges Neues kommen. Einiges Altbekanntes natürlich auch. Und ja, wird bestimmt einfach noch mega. Ich freue mich über jeden, der mir folgt, über jedes Like, über jeden Kommentar. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.